Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein etwas anderes Video und zwar teste ich Lidschattenpaletten und zwar in echt High-End gegen Fake-Paletten. Ich habe mir nämlich als Testbestellung sozusagen in Amerika Fake-Paletten bestellt. Ich wusste das natürlich vorher nicht, aber ich weiß definitiv, wie sie angekommen sind, dass das Fake ist. Und ich möchte euch das Ganze zeigen, um euch einfach die Kosten zu sparen und einfach Tipps zu geben, wie ihr nicht in diese Falle tappen könnt. Es sah halt wirklich sehr, sehr echt aus. Ich habe auch noch richtig viel Zoll dafür bezahlt. Insgesamt habe ich 200 Euro für die Paletten bezahlt, für das, dass ich eigentlich Fake-Paletten bekommen habe. Und da geht es um die Morphe X James Charles. Ihr seht, die sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Wir gehen gleich die Unterschiede durch. Dann habe ich noch die Naked Heat und die Dreierpalette, aber die werde ich nicht vergleichen. Und dann habe ich noch die Sweet Peach von Too Faced. Und da sieht man alleine hier schon den Farbunterschied. Und wenn euch das interessiert, ja, dann bleibt gerne dran. Meine Lieben, ich habe mir die Sweet Peach Palette und die Morphe X James Charles bei einer Freundin ausgeborgt. Auf jeden Fall danke dafür. Und dann können wir die jetzt gemeinsam vergleichen. Das Blöde ist nämlich, ich habe es da in Amerika bestellt, habe Zoll bezahlt und für die vier Paletten, die ich da bekommen habe, also diese zwei hier, die Sweet Peach und die Morphe X James Charles, habe ich insgesamt 200 Euro bezahlt. Und die Frechheit ist, es sind nicht nur Fake Paletten, sondern sie sind auch noch kaputt angekommen. Also ich kann euch das gleich zeigen. Die Firma, weiß nicht, ob ich euch die verlinken werde, aber auf jeden Fall ist es so eine Fake-Firma. Da habe ich schon sehr, sehr viele Bewertungen jetzt darüber gelesen. Und da könnt ihr mal schauen, also der Spiegel, alleine hier, das ist nämlich alles verbeult. Und der Spiegel ist komplett zerbrochen leider. Ja. Das ist schon mal das Erste, dass die Produkte auch kaputt angekommen sind. Ja, aber jetzt wollen wir eigentlich mal die Unterschiede durchgehen. Ich werde auch Swatches machen, damit ihr euch auf jeden Fall diese Kosten erspart. Das ist jetzt die originale Palette. Sieht dem Ganzen ja, relativ ähnlich. Also die Umverpackung war jetzt eine ganz andere Farbe. Aber das hier sieht sich schon relativ ähnlich, muss ich sagen. Dann schauen wir mal direkt rein. Also diese Palette hier hat richtig, richtig schöne Töne. Auch cremige und Glitzertöne, Schimmertöne dabei. Und mir gefällt die Farbpalette sehr, sehr gut davon. Die Farbauswahl. Und dann schauen wir mal in diese hier rein. Ich mache euch auch noch Nahaufnahmen auf jeden Fall. Und das sind nicht so intensive Farben. Es sind teilweise ganz andere Farben. Das Blau ist zum Beispiel viel knalliger aus irgendeinem Grund. Da ist ein Rosaton drin, den gibt es da gar nicht. Also unten ist jetzt die Fake-Palette, da haben wir den Rosaton, der gar nicht passt, den Blauton, also es sieht sich alles nicht so wirklich ähnlich und ich dachte mir, ich swatch jetzt mal die wichtigsten Farben, damit ihr das auch sehen könnt, also ich gehe jetzt einfach mal in diese Töne hier, die kompletten und in die Rosatöne, also wir fangen bei Bless Her Heart an und das machen wir einfach von meinem Handrücken nebeneinander. Dann mache ich weiter hier mit Bellini. Sind aber eigentlich nicht mal so schlecht pigmentiert. Dann Puri. So ein Braunton. Okay, der ist schlecht. Aber die Glitzertöne sind gar nicht mal so schlecht. Und dann nehmen wir noch Candied Peach mit dazu. Das ist dieser knallige Rosaton, der eben in der anderen gar nicht so vorkommt. Kommt aber auch nicht so schön raus. Da seht ihr die Farben. Also man sieht schon, dass die Qualität jetzt nicht perfekt ist. Die Farben sind auch auf meinen Fingern nicht sehr intensiv, sondern eher so gräulich. So, wir gehen jetzt auch bei dieser Palette hier in Bless Her Heart. Da merkt man schon, die Konsistenz ist ganz anders und es ist richtig, richtig gut pigmentiert, wie man sieht. Das gebe ich jetzt einfach komplett daneben, links daneben, sieht ganz anders aus der Ton, ich zeige es euch gleich näher, dann Bellini daneben, sehr viel schöner schimmernder, Puri ist ein richtig schöner Braunton, den gebe ich drüber, da geht es sich nicht mehr aus und da sieht man einfach den Unterschied, das ist so krass Leute, schaut mal wie der rauskommt und dann noch diesen rosa Ton, Caramelized,
gebe ich auch drüber. Also der ist viel intensiver, der hat auch so ein bisschen Glitzer mit drinnen. So, und jetzt schauen wir uns das im näheren Vergleich an. Ich finde, den Ton hier sieht man fast gar nicht in der Kamera. Das ist hier der normale. So, das hier ist jetzt Fake und das ist Original. Ich finde, das ist allessagend, oder? Hier ist der Ton ein bisschen intensiver bei Fake, aber desto intensiver bei der originalen Farbe. Dann hier bei dem Fake-Ton, der sieht dem Originalen relativ ähnlich. Und dann haben wir hier noch so ein Blau, das eigentlich ein Grau sein sollte. Also das hier ist Fake und das hier ist Original. Das ist so ein Grauton und das ist eher so bläulich, aber auch nicht intensiv. So, das war jetzt hier der Vergleich von diesen zwei Paletten. Ich finde, es fällt wirklich sehr, sehr deutlich auf, welche Farben da intensiver sind, welche schöner sind und auch direkt im Pfännchen. Aber ich finde, auf der Hand aufgetragen sieht man es trotzdem nochmal mehr. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ist, die riecht nach gar nichts oder nach Chemie, wenn dann. Und die riecht so richtig gut nach Pfirsich, also so einen leichten, angenehmen Duft. Wenn dieser Duft nicht ist, ist es auf jeden Fall nicht original. Und das Krasse ist, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wo man das wirklich beim Packaging sehen würde, jetzt den Unterschied, damit ich euch das sagen kann und euch warnen kann. Bei der Schrift und so sieht es wirklich exakt gleich aus. Also das ist schon krass. Die schreiben sogar hin, dass es aus USA ist und so weiter. Also wirklich alles 1:1 kopiert vom Text her. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Leute, ich habe jetzt gerade einen einzigen Unterschied gefunden und zwar hier hinten an der Verpackung. Am Ende steht irgend so was Arabisches oder so noch mit dabei, was oben eben nicht steht. Und das ist der einzige Unterschied und dass natürlich die Farben so ein bisschen anders aussehen. So, und dann kommen wir jetzt noch zur James Charles Palette X Morphe. Ihr seht schon, die Fake Palette hat ein bisschen ein anderes Format. Und zwar ist die um einiges kleiner. Schaut mal. Und wir schauen jetzt rein. Ich swatch euch die Farben. Und dann können wir uns gleich den Unterschied anschauen. Ich finde, da ist es noch extremer. Und man zahlt halt meistens auch richtig viel Zoll. Und da hinten steht jetzt sogar drauf Made in China. Ich nehme jetzt mal die Folie runter. Und ihr könnt euch die Farben anschauen. Und ihr seht, besonders bei dem Ton hier, bei dem Gelbton und beim Schwarz, finde ich, sieht man, dass es einfach fake ist. Also schaut es euch mal genauer an. Und dann zeige ich euch jetzt gleich den Unterschied zu der anderen. Also besonders bei dem Gelb müsst ihr schauen. Und hinten genau Made in China. So, dann haben wir hier die Originalpalette. Und es ist sogar das Unleashed Inner Artist, was hier oben steht, ist auch 1:1 gefaked. Und dann schaut euch mal jetzt diese Farben an. Und die geht auch nicht so weit auf, die ist hinten hier fester gebunden. Und dann schaut euch jetzt bitte mal das intensive Gelb hier an und das Schwarz. Es ist einfach Wahnsinn, wie die Farben sich unterscheiden und wie krass intensiv die bei der originalen Palette sind. Und ich dachte mir, wir swatchen jetzt genau diese Farben. Ein Schwarz, ein Gelb, dann nehmen wir noch ein Lila, weil Lila ist auch immer richtig schwer. Da ist da ein wunderschöner Ton mit drinnen. Und dann noch irgendeine andere Farbe und dann zeige ich euch wirklich der Unterschied, wie das rauskommt. Vorher aber noch ganz kurz der direkte Vergleich. Also man sieht es, glaube ich, ganz gut. Das Schwarz, alleine beim Schwarz, wie das rauskommt und beim Gelb. Lila sieht man auch, glaube ich, von der Weite. Ja. So, dann gehe ich jetzt mal in die Fake-Palette rein und swatch die Farben. Leute, egal wie oft ich da in den Gelbton reingehe, der ist einfach fast nicht zu sehen. Okay, dann machen wir weiter mit dem Schwarzton. Schwarz sieht schon ein bisschen besser aus, aber ich muss sagen, das ist schon fast gräulich. Aber im Vergleich zum Gelb auf jeden Fall noch halbwegs okay. Dann nehme ich den Lila-Ton und trage den auf. Und der ist wirklich... Was ist das? Oh mein Gott. Ich gehe so fest rein in die Farbe, es kommt fast nichts runter. Und der andere ist auch viel cremiger auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt den dritten Ton aufgetragen und dann trage ich auch noch einen Orangeton auf. Okay, das kommt schon besser raus. So Leute, der Gelbton, das nenne ich mal ein Gelb. Oha, wie geil. Wow, das ist ein krasser Gelbton bei dem Original. Oha. Leute, das nenne ich mal ein Schwarz. Wie intensiv ist das? Im Vergleich, oh mein Gott, allein in der Kamera von der Weite kommt schon so gut raus. Wie
Der lila Ton ist mit dem Finger ein bisschen schwieriger zum Aufnehmen, weil es so ein Glitzerton ist irgendwie. Aber es sieht auch sehr schön aus. Und zu guter Letzt noch das Orange daneben setzen, beziehungsweise dieser Braun-Orange-Ton, der richtig intensiv ist auch. Meine Lieben, ihr habt ja die Swatches jetzt gesehen. Es ist einfach unfassbar, dieser Unterschied. Schaut mal, das ist jetzt das Original und das ist der Fake. Das ist Original und Fake. Original, ich glaube, da sieht man es einfach am krassesten. Wie krass der schwarze Ton ist im Vergleich zu dem, der schon fast gräulich wirkt. Dann haben wir hier den intensiven, originalen Gelbton und hier den, den man gar nicht richtig sieht. Im Endeffekt kann ich euch nur raten, wenn Sachen in solchen Verpackungen ankommen, dann seid auf jeden Fall skeptisch und glaubt nicht, dass das die Originale sind. Es sind leider so viele Fake-Produkte unterwegs. Ich wollte euch damit auch so ein bisschen eine Warnung geben. Leider habe ich nicht mit PayPal bezahlt, für alle, die da jetzt fragen werden. Ich habe das Geld nicht zurückbekommen. Ich habe mich natürlich beschwert, habe denen geschrieben und es ist jetzt auch noch am Laufen aktuell. Aber ja, ich glaube nicht, dass da was rauskommt. Ich weiß auch nicht, ob es den Shop noch gibt überhaupt. Aber ja, ich werde auf jeden Fall mit den ausgeborgten Paletten von meiner Freundin noch ein paar Looks schminken, weil ich sehe mich eigentlich richtig leid. Vielleicht hole ich mir die auch nochmal in Original, aber ich habe eh sehr, sehr viele Paletten. Und dadurch, dass ich sie mir eh netterweise ausborgen dürfte, ja, passt es dann auch. Habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht mit Fake-Paletten, mit Fake-Produkten? Vor allem bei Beauty geht ja viel rum, was irgendwie, ja, nicht das ist, was es zu sein scheint. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, schreibt mir eure Erfahrungen damit oder ist euch eh sowas noch nie passiert. Dann hoffe ich, ihr konntet was aus dem Video mitnehmen. Es war ja ganz interessant, mal Fake und Original zu vergleichen. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Video mit euch. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das auch mal gefallen hat. Und lasst mir auf jeden Fall auch ein Abo da. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage Tschüss!